Hallo ihr Lieben, ein neues Video und gleichzeitig die Fortsetzung des Videos, das ich heute Morgen aufgenommen habe und das tatsächlich 7 Stunden gebraucht hat, um hochgeladen zu werden. Woran auch immer das lag. Ich habe in der Zwischenzeit 2 ganz wundervolle Gespräche gehabt. Einmal hatte ich ein Pärchen hier bei mir zu Besuch. Sie hatten sich gewünscht, mich zu treffen, während sie hier auf Mallorca Urlaub machen. Ganz, ganz tolle Menschen, die mit ganz viel Herz in ihrem Leben sind, ganz viel Bewusstsein. Und wir hatten einen tollen philosophischen Austausch. Dann habe ich gemalt und dann hatte ich ein längeres Gespräch mit einer Herzensfreundin über neue Projekte. Und in dieser ganzen Zeit hat natürlich das, was ich heute Morgen gechannelt habe, ich verlinke euch mal das Video hier oben und natürlich auch unten in der Videobeschreibung, nachgewirkt. Das, was eben in den letzten 2 Tagen, 15., 16. Januar passiert ist mit der Schumann-Frequenz, dass es da eine ganz große Lücke von über 35 Stunden gab, in der die Erde nicht gepulst hat. Es hat etwas in mir bewegt. Deshalb habe ich das Video ganz bewusst erst Leere, dann Neues genannt. Denn es hat sich im Gespräch herausgearbeitet, dass dieser Zustand, in dem ich mich im Moment befinde, nichts Ungewöhnliches ist in dieser Zeit und dass es vielen Menschen so geht. Nicht allen, wie immer, also nicht ein Mensch kann das fühlen, was alle auf der Welt fühlen. Wäre ja auch furchtbar langweilig. Ich möchte einfach nur jetzt dieses Video nutzen, um ein bisschen mit euch zu philosophieren über diesen Zustand, in dem sich die Welt jetzt befindet und den manche Menschen spüren. Bei anderen zieht es vorbei. Die einen haut es um, die anderen schiebt es gewaltig vorwärts. Und das ist eben diese Lücke. So wie die Schumann-Frequenz jetzt eine ganz große Lücke hatte, die ich persönlich, obwohl ich es schon einige Jahre betrachte, noch nie gesehen habe. Kann aber auch sein, ich bin ja nicht jeden Tag auf den Websites, wo man das sehen kann, sondern nur sporadisch. Ich habe es noch nicht gehört, ich habe es noch nicht gesehen und das ist für mich etwas Neues. Es spiegelt nur sehr gut das wieder, was wir auf der Welt jetzt im Globalen erleben, im Persönlichen und Globalen. Nämlich, dass es diesen Zwischenraum gibt, noch nicht ganz hier, aber auch schon nicht mehr da. Und dazwischen ist eben das Nichts. Das Nichts ist so wie der Anfang von allem. Erstmal ist da die große Leere. Und aus der Leere, in die dann Ideen einströmen, Energie einströmt, Licht einströmt, entsteht etwas Neues. Und wir sind gerade Zeugen und Mitgestalter dieses Neuen. Heute Morgen durfte ich im Channeling erzählen, also in den Visionen, die ich hatte für das, was jetzt ist, dass dieses Lichtnetzwerk, das ich Anfang letzten Jahres, Anfang 2019 gebildet hat, weil die Manipulationsmatrix bröckelte und während 2019 immer weiter gebröckelt ist, dass sich dieses Lichtnetzwerk jetzt aktuell enorm verstärkt. Ständig gibt es irgendwelche Massenmeditationen, ständig gibt es neue Vereinigungen, alte wachen wieder auf, die sich mit dem Bewusstsein der Menschheit beschäftigen. Immer neue Menschen schließen sich zusammen zu neuen Gemeinschaften, manchmal indem sie sich wöchentlich treffen, manchmal monatlich, manchmal einmal im Jahr. Ich bin jetzt im Sommer, Ende Juli, Anfang August auf dem Celestine Camp in Herbststein. Das findet ihr auf meiner Webseite unter Events. Da werde ich 10 Tage sein, stehe euch zur Verfügung, ihr könnt mich treffen, könnt mit mir philosophieren, reden, ich werde für euch malen, ich werde Workshops geben und einfach das Sein genießen, mit allen Zeit verbringen, tanzen, singen,
am Lagerfeuer sitzen, was auch immer. Ich hoffe, dass es richtig, richtig schön wird. Ich bin aber auch ganz sicher, dass dem so ist. Und dadurch, dass wir uns eben immer intensiver zusammenschließen, die Gemeinschaft immer mehr nähren, die neuen Herzensqualitäten immer weiter ausdehnen, tauscht sich die alte Matrix gegen das neue Lichtnetzwerk auf der Erde aus. Und ich möchte es nochmal einfach mit euch so beleuchten. Ich nehme mal mich als Beispiel. Jeden Morgen, nachdem ich aufgewacht bin, setze ich mich auf im Bett und meditiere. Ich verbinde mich mit dem Kosmos der Erde, hole meine Krafttiere, meine Schutzengel, alle himmlischen, irdischen Begleiter, stärke mein Feld, nähre es mit Licht, lasse das neue Licht der Zeit, die Lichtkraft durch mich durchfließen, aktiviere meine Chakren, atme tief, dehne mein Licht über die ganze Welt, den ganzen Kosmos aus, nähre, so gut es mir möglich ist, das Leben an sich, die Schöpfung. Und jeder Gedanke, den ich da einfließen lasse, fließt eben wie in einem Computer als Information hinein in das große Netz. Es gibt ja nicht nur das Internet. Auch das Internet ist, wenn man das so betrachtet, ein riesiges Lichtnetzwerk, denn über Lichtimpulse, Bits, Bytes, fließt Strom durch unsere ganze Welt und verknüpft Gedanken, Videos, Bilder miteinander, die wir uns anschauen können, anhören können. Und genauso funktioniert es eben mit unseren Gedanken. Es mag sein, dass jetzt der eine oder andere aussteigt, weil es zu philosophisch wird, aber ich weiß, es gibt da ein paar Menschen da draußen, die so denken und fühlen wie ich. Und ich möchte euch einfach daran erinnern, wir wissen schon lange, Gedanken, Gefühle formen unsere Welt. Aber noch nie war Manifestation so fühlbar. Ich habe ja mal ein Video gemacht vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, zum Thema Manifestation. Das verlinke ich euch auch mal hier oben, auch nochmal so als Erinnerung, wie Manifestation tatsächlich funktioniert. Letztlich speisen wir alles ein in dieses Lichtnetz. Das gilt auch für unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Zweifel. Wir brauchen deshalb aber kein schlechtes Gewissen zu haben und keine Schuldgefühle, sondern das ist ja auch etwas zutiefst Menschliches. Und es gibt eben Menschen wie mich, wie viele, viele andere, die in der Lage sind, das mit auszubalancieren. Je mehr Licht einfließt, desto mehr balanciert sich automatisch auch die Angst aus und all die alten dunklen Gefühle. Und wenn wir dann eben noch Liebe einspeisen in das Netz, bedingungslose Liebe, aus dem Herzen, aus der Schöpferquelle, dann schwemmt es auch die Schatten einfach wieder raus. Auch das könnt ihr euch mal vorstellen. Ich hatte gestern Abend noch einen ganz interessanten Gedanken, den ich auch gern mit euch teilen wollte. Ich habe mich gefragt, wie man so einfach wie möglich und noch schneller als bisher diese ganzen Gefühle wie Ängste, Sorgen, Zweifel, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle abtransportieren lassen kann, loslassen kann. Ich bin so ein Star Trek-Fan. Ich habe immer schon seit Kindesbeinen an Science Fiction geliebt und ich liebe schwarze Löcher. Übrigens kam ja Anfang 2019 der erste nachgewiesene Jetstream aus einem schwarzen Loch in unserer Galaxie auf die Erde und hat angefangen, diese Matrix aufzuknacken. Da bin ich heute noch zutiefst dankbar für. Das war dieses Video, was mich so vorwärts gebracht hat. Verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Wer es bisher noch nicht gesehen hat, es war sehr spannend. So mein erstes Live-Channeling quasi vor der Kamera. Und ich habe mir dann vorgestellt, ich sitze vor einem schwarzen Loch. Normalerweise verschluckt ein schwarzes Loch alles. Also alles, was in die Schwerkraft, und die ist enorm, eines schwarzen Loches gerät, also was zu nah ranrutscht ans schwarze Loch, verschwindet. Heutzutage wissen wir noch nicht, wo es dann landet, ob es weg ist oder ob es durch Raum und Zeit irgendwo wieder auftaucht. Dann habe ich mir vorgestellt, ich sitze vor diesem schwarzen Loch
Und lass einfach all den Mist, der sich in mir angesammelt hat, Tage, Wochen, Jahre, absaugen. Diejenigen, die meine Meditation schon öfter gemacht haben, wissen, ich lasse ja seit vielen Jahren in den Meditationen immer eine Lichtsäule entstehen im Raum, sodass man, wenn man ausatmet, eben diese ganzen Ängste, Sorgen, Zweifel etc., in die Lichtsäule also ausatmen kann, und dann wird es wie bei einem Energiestaubsauger weggesaugt. Bisher hat das auch super funktioniert bei mir, aber ich habe gemerkt, das geht noch schneller, weil das schwarze Loch eben so einen eigenen Magnetismus hat. Und wenn ich mich drauf programmiere und sage, ich lasse jetzt den ganzen Mist los, den ich nicht mehr brauche, nicht mehr will, und lasse den wegsaugen, also nicht, dass ich das tun muss, natürlich unterstütze ich das mit meinen Gedanken, aber ich stelle mich einfach hin und lasse das absaugen. Denn mein Unterbewusstsein hat ja vieles gespeichert, was mir noch nicht präsent ist. Ist ja immer spannend, was da so auftaucht aus den Tiefen des Eisberges. Und da habe ich mir vorgestellt, dass dieses schwarze Loch so stark ist, dass es ganz, ganz tief in mein Unterbewusstsein eintauchen darf. Ich gebe ihm die Erlaubnis und es darf da auch aus dem Keller, aus dem tiefsten, untersten Gewölbe alles entrümpeln, was noch da klebt. Was soll ich sagen? Es war ein super, super schönes Gefühl. Es hat in mir dann tatsächlich sogar die Ordner, die alten Ordner, ich habe das mal so beschrieben, ich habe das Gefühl, in meinem Kopf ist so ein großes Büro und mein Verstand hat ganz viele Ordner gesammelt von Ereignissen, die irgendwann mal passiert sind, schöne, weniger schöne. Und die weniger schönen sortiere ich aus, entrümpel sie und stelle neue Ordner mit schönen Erlebnissen, Ereignissen rein und schönen neuen Gedanken, Visionen. Und dann habe ich mir auch vorgestellt, das schwarze Loch saugt also auch diese alten Ordner, diese verstaubten Ordner raus und es entsteht so eine unglaublich schöne Leere in mir. Das habe ich eine Weile erstmal zutiefst genossen und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich mich bewusst für neue Inspirationen, schöne Gedanken, neue Wunder öffne. Fülle, Überfluss, Glück, Liebe. Eine Leere ist eine Riesenchance. Es fühlt sich komisch an. Menschen sind nicht so gut darin, Leere auszuhalten. Gerade weil so viel Geplapper auf der Erde herrscht. Also ich persönlich habe viele, viele Zeiten, in denen ich überhaupt nicht rede. Bin da ganz bei mir, bin fokussiert, manchmal schreibe ich, dann ist es ein schriftliches, eigentlich nicht Geplapper, sondern Geklimper auf meiner Tastatur, aber dennoch bin ich still. Es gibt Zeiten, gerade wenn ich wandere, zum Beispiel wenn ich Auto fahre, da bin ich absolut bei mir. Ich nehme meine Umgebung wahr. Beim Autofahren habe ich einen wundervollen Autopilot in den 30 Jahren Autofahren entwickelt. Beim Wandern öffne ich mich für Impulse. Wenn etwas Schönes, Wichtiges in der Natur für mich da ist, dann bemerke ich es. Ansonsten bin ich in der Stille, in der Leere. Und aus der Leere, wenn ich dann bewusst etwas einlade, ne? Es darf zu mir kommen, ich breite die Arme aus und sage, hey, für meine neue Ordnung, für mein neues Jahr, mein neues Wirken für euch, für die Welt, für mich, da darf etwas Neues kommen. Etwas, das ich vielleicht noch überhaupt nicht kenne, überhaupt nicht auf meinem Radar habe, weil es eben so neu ist, dass ich es nicht sehen kann. Das fühlt sich großartig an. Erst kommt die Leere und dann darf die Leere gefüllt werden mit dem Neuen. Und mag es sich auch noch so seltsam anfühlen und mag das Ego rebellieren, weil es keine Ahnung hat, was da kommt und das Ego ist so unglaublich ängstlich. Was auch immer kommen mag, tröstet euer Ego, wenn ihr es spürt, wenn ihr eben diese ganzen alten Gefühle habt und sagt ihm, ja, es fühlt sich komisch an, aber jetzt kann was Tolles, Neues entstehen.
und ladet das Ego ein, gemeinsam mit euch die neuen Dinge einzuladen. Ja. Das ist so mein Gedanke, sind meine Gedanken zu dieser Lehre, die gerade da ist. Vielleicht habt ihr auch schöne Gedanken dazu, nährende, unterstützende Gedanken. Ich wünsche mir in den Kommentaren zu meinen Videos einfach einen respektvollen, liebevollen Austausch. Ihr wisst, ich kommentiere ja so gut ich kann alles und gebe mir auch große Mühe, eben auf jeden Einzelnen einzugehen. Manchmal, wenn eben so ein Kommentar ganz oft kommentiert wird, verliere ich den Faden, weil ich im letzten Video hatte ich, glaube ich, 300 Kommentare. Irgendwann komme ich nicht mehr hinterher. Dann bin ich darauf angewiesen, dass ihr, keine Ahnung, mir eine E-Mail schreibt oder mich bei Facebook im Messenger anschreibt. Ich weiß es nicht. Also ihr werdet einen Weg finden, wenn es wirklich wichtig ist, dass ich etwas wahrnehme. Aber die ersten Kommentare, die kriege ich auf jeden Fall mit und die beantworte ich so gut ich kann. Ich wünsche mir einfach diesen Austausch, vor allen Dingen diesen philosophischen Austausch. Wenn etwas so Neues entsteht, dann können auch neue Ideen sich gegenseitig befruchten. Ja, das wünsche ich mir. Dazu unterstützt uns die Erde gerade jetzt extrem aktiv, denn der Kosmos sowieso. Ich mache jetzt Feierabend, lade noch in Ruhe das Video hoch und wünsche euch von Herzen das Allerbeste, dass ihr mit dieser Lehre einfach glücklich seid und das Beste für euch einladet. In Liebe, aus Mallorca, eure Sania Ariel. Ciao.